Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Gothic 1. In der letzten Folge haben wir uns hier im Schläfertempel umgesehen und haben schon drei von diesen untoten, geheimnisvollen, sagenumwobenen, untoten Schamanen besiegt, haben deren Schwerter und so weiter gesammelt und ja, heute geht's weiter. Wir haben noch einiges zu tun. Ich schau mal, was ich jetzt als nächstes mache. Ich denke, ich müsste eigentlich in diesen einen Raum gehen, in dem ich schon mal war. Der ist, genau, er müsste in dieser Richtung sein. Irgendwie kann ich hier unten nicht springen, ne? Das ist ein bisschen gemein. Springen! Geht nicht. Mist. Na gut, das macht nichts. So, in der letzten Folge hatten wir auch ein paar Abstürze. Das lag am Spiel, an der, naja, Verbuggtheit des Spieles, die halt noch nicht hundertprozentig entfernt ist, weil das halt auch ein altes Spiel ist. Also alles kein Problem, ne? Und das sollte aber heute nicht passieren mit den Bugs, denn ich habe mir einen kleinen, letzte Woche schon, also letztes Mal bei der letzten Aufnahme schon, einen kleinen Mod, nennen wir es mal Mod, installiert, der dafür sorgen sollte, dass das eben nicht mehr passiert. So, dann hätten wir hier so einen komischen Raum. Oder auch zwei komische Räume, die ich vielleicht noch ansehen werde. Aber erstmal möchte ich gerne die Minecrawler da weghaben. Denn da drüben sieht man auch noch einen Templer rumstehen. Treffer, juhu. Und bam. Na komm schon, du bist der Nächste, du kleiner Minecrawler. Zack. Komm schon. Jawohl, man kann das ja wunderbar alles blocken hier in dem Spiel. So, okay, damit hätten wir schon mal zwei Templer, Tempel Minecrawler gekillt. Und dann werden wir mal mit dem Templer da hinten sprechen. Mal sehen, was der uns zu sagen hat. Vielleicht kann der uns helfen. Ich weiß nicht, wieso ist hier eigentlich ein Templer? Mitten im Orkgebiet, in der Orkstadt, im Tempel des Schläfers. Warum? Ich verstehe es nicht. Verschwinde! Du bist hier nicht erwünscht! Willst du mich aufhalten? Ja, ich werde dich aufhalten, damit du Meister Kalom nicht von seinem Vorhaben abhalten kannst, den Schläfer zu erwecken. Das ist nicht gut. Versuche nicht, mich anzugreifen. Der hohe Priester hat Meister Kalom und uns anderen einen Teil seiner Macht verliehen. Wir sind nun unsterblich. Der hohe Priester. Ich kann dir zeigen, wie unsterblich du bist. Mache dich bereit, deinem Schöpfer gegenüberzutreten. Okay, Waffe ist gezogen. Ich dachte schon. Wieso hat der so wenig Schaden bekommen? Ich habe zu wenig Stärke, wie es aussieht, oder? Das eine war ein Crit. Alter, der. Willst du mich verarschen? Ah, ich lebe noch. Meine Fresse, was macht der für einen Schaden? Ich habe keinen Mana, verdammt. Das kann ich mich aber gar nicht so richtig daran erinnern, dass das so schwer ist, gegen den zu kämpfen. Ich müsste eigentlich erstmal irgendwas zu mir nehmen, aber. Achso, man kann ja nicht mit Backsteps ausweichen. Oh Gott, ich mache sowas von keinen Schaden. Ich muss hier weg. Autsch. Ich habe kein Mana mehr. Lass mich bitte leben. Hilfe! Hilfe! Lass dich hier nicht mehr blicken. Okay, Entschuldigung. Also im Normalfall ist es so, man hat genug Stärke, um dem richtig viel Schaden zu machen. Ist bei mir nicht der Fall. Ich habe nur 64 Stärke. Ich könnte jetzt zwei Sachen machen. Erstens mal mich heilen, bevor ich von den zwei Sachen rede. Ich könnte mein Stärke-Amulett anlegen, dann müsste es gehen, oder spalle ihn mit Magie weg und das wäre im Prinzip der leichtere Weg. Was habe ich denn für ein Amulett dran? Ein Schutzamulett habe ich, glaube ich, dran, ne? Ich glaube, ich gehe tatsächlich jetzt doch mal wieder zurück auf Stärke für den Moment, denn das könnte sonst ein bisschen tricky werden. Ich habe keine Pflanzen mehr, die meinen Mana auffüllen. Ich habe aber auch viel Mana mittlerweile, ne? Also ich muss schon sagen. Wie viel ist denn das? 80, habe ich gar nicht mehr im Kopf. So, okay, gut, ich bin zumindest nicht gestorben. Jetzt schauen wir nochmal hier rein. 15, 15, 8 und 10 Schutz. Ist eigentlich echt viel, aber die 20 Stärke, die könnten mir auch gut tun, oder? Ich gehe mal, ich weiß nicht so recht, das ist eine recht unschöne Situation, in der ich mich da befinde. Normalerweise würde ich das gern, Ring der Erleuchtung habe ich hier dran. Ist eigentlich auch nicht so klug, ne? Da wäre ein Ring der Stärke oder sowas besser. Da muss ich nochmal drüber nachdenken. Ich werde irgendwann nochmal draußen sein. Ich speichere jetzt nochmal. Ich möchte nämlich nicht unbedingt sterben. Ah, da ist er. Moment mal, ich speichere mal hier so direkt, ne, kurz. Jetzt müsste es eigentlich klappen. Jetzt habe ich nämlich 84 Stärke. Go, Boba. Aber du gehst mir auf die Eier da unten. Komm hoch. Okay, wir nehmen den Feuersturm. Einmal fett drauf und wenn wir den abgeschossen haben, bam, dann können wir nochmal das Schwert ziehen und ein Stück runter. Oh, der tanzt. Er tanzt für uns. Hey, Gorboba. Oh, tot. Ach man, du bist also doch nicht unsterblich, wie es aussieht. Aber man muss sagen, du hast ganz gut Schaden gemacht. Ja, die Templer, die sind nicht ganz schlecht. So, ich gehe jetzt, ich weiß nicht so recht, ich glaube, ich bleib mal bei den Waffen, wie ich sie jetzt, bei den Amuletten, wie ich sie jetzt ausgerüstet habe. So, wir speichern mal. Irgendwas gab es nämlich hier drin, was mir eventuell Schwierigkeiten bereiten könnte. So, da ist schon mal so ein Schalter. Ich weiß nicht, ob ihr das seht in der Luft. Da ballern wir mal ran. Flupp.
Jetzt sind die Tore aber zu. Sterbe ich jetzt? Wieso gehe ich eigentlich hier rein und mache das? Das war mega doof. Okay, da war ich jetzt nicht bei der Sache. Eigentlich weiß ich das, ja. Hier muss ich von draußen schießen. Deswegen schießt man ja auch mit der Armbrust oder mit dem Bogen daran, um eben schon von draußen ranballern zu können. So, okay. Zack. Jetzt kommen die Stacheln. Mann, sind die hoch, Alter. Seht ihr das? Die sind locker 3 Meter hoch. Uiui. So, jetzt können wir aber wirklich hier rein. Man sieht schon, hier sind schon einige drin gestorben an diesem Rätsel. Jetzt kommt auch die Lösung des Rätsels. Diese zweite Tür hier, diese Steintür, diese, ne, riesengroße Steintür quasi. Die geht jetzt runter, öffnet uns einen weiteren Schalter, den wir abschießen müssen. Und dann, ja, kommen wir weiter, nehme ich mal an. Ne? Ein bisschen schneller. Ich mache wieder Licht an. Es ist sonst sehr, sehr dunkel. Ne? Ich weiß übrigens nicht, warum das dann die ganze Zeit da steht. Da oben steht das Licht. Vor dem Licht. Wahrscheinlich, damit man weiß, was es ist. Und? Hä? Ach so. Zack. Und das... Ach nee, das geht auch noch auf. Okay, ich dachte schon. Geht das nicht? Komm schon. Ein Stück zurück. Jetzt hat es geklappt. Alles klar. Und das öffnet uns wieder ein paar Türen, ein paar Tore, ein paar Gitter. Und dann können wir mal noch in den anderen Raum, der genauso aussieht wie der hier. Okay, das hat funktioniert. So, ihr wundert euch nicht für die auf YouTube. Es gab jetzt einen kurzen Cut hier an der Stelle, weil mein Spiel abgestürzt ist zwischendurch. Ist aber alles halb so wild. Ich habe einfach weitergemacht und jetzt läuft wieder alles wie gewohnt. So, okay. Dann schauen wir mal. Hier ist so ein... Aha. Also hier ist so ein Symbol, dass wir auf das Ding schießen müssen. Das war aber wieder drüben gemeint. Das ist nicht für die Kammer, die hier ist. Denn hier ist noch, wie gesagt, eine neue Kammer. Und dafür müssten wir nochmal einen weiteren Hinweis bekommen irgendwie. Hier ist auch nur das mit den Spitzen anschießen. Möglicherweise gibt es das gleiche, den gleichen, naja, die gleiche Reihenfolge nochmal, denn man sieht ja drin schon, das sind wieder solche Schalter mit den Symbolen dran. Da waren damals, Rot, Grün und Blau gab es da und da musste man eine bestimmte Reihenfolge wählen. Und zwar Rot, Blau, Grün, ich weiß es nicht mehr. Das ist aber ärgerlich. Also ich glaube, es ging mit Rot los und dann müsste Blau kommen und dann Grün, wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß es nicht mehr. Ich fange mal mit Rot an. Ich habe ja gespeichert. Wenn das jetzt irgendwie falsch ist, werde ich es schon merken. Hallo? Nummer 1? Was ist hier eigentlich? Keine Ahnung, was dieses Symbol hier am Boden bedeutet. Kann man da irgendwas dran machen? Nö. Dann nehme ich mal das hier. Ich nehme an, das ist Grün hier, die Stelle. Das sieht ein bisschen komisch aus. Flupp! Lass mich nicht sterben, bitte! Oh mein Gott. Ja, soweit so gut. Und jetzt das hier noch? Eventuell auch richtig? Bitte? Vielleicht? Oder sterb jetzt irgendwie? Ah, nee, war die richtige Kombination, wie es aussieht. Habe ich mir wahrscheinlich noch richtig gemerkt. Da bin ich ja fast ein bisschen begeistert, denn die letzte Aufnahme, als ich das gemacht hatte, war letzte Woche. Ist schon wieder, ja, ein paar Tage her. Und das ist ja diese komischen Scenes, wo man immer so irgendwo reinzoomt, wo gezeigt wird, wo sich jetzt irgendwas geöffnet hat. Die sorgen gern mal dafür, dass das Spiel abstürzt und der Rikus sich ja da ärgern muss. Und ja, das ist nicht so toll, aber was soll's. Gut, damit ist der nächste Gang geöffnet. Der nächste Gang ist frei, das nächste Tor ist offen. Wir speichern jetzt gern mal ein bisschen häufiger. Dann habt ihr es vielleicht in der letzten Folge gemerkt, ich hätte fast verloren gegen den einen Typi da. So, ich habe jetzt auch wieder mehr Stärke, ne? Da kann ich eigentlich auch den Kriegerstimme wieder ausrüsten, yeah. Denn die ist besser. Jetzt müssten hier wieder einige Orks und Templer kommen, wenn mich nicht alles täuscht. Tempelwächter, hallo. Und was ist das? Oh, jetzt noch die Axt. Aua. Komm schon, stirb. Jawohl. Und wieder mal verbrannt. Die geben aber echt wenig Erfahrung. Im Vergleich zu den Templern ist das schon ein bisschen erbärmlich, oder? Also so ein kleines bisschen... Hallo, Tempelwächter. Sind die auch mit dem Tod? Kann man die auch mit dem... Ah! Gott, jetzt bin ich aber erschrocken. Verpiss dich! Zum Glück habe ich den einen meinen Feuerball draufgehauen. So, immer schön ins Gesicht, Mann. So, und das Ganze könnten wir jetzt eigentlich nochmal machen. Leichter Zweihänder, sehr schön. Ist aber nicht so gut wie die Waffe, die wir jetzt haben. Schon gar nicht wie die Axt. Da kommt doch noch einer. Oh. Kommt der her? Kommt der her? Hallo? Nee. Erstmal die Armbrust rausziehen, dem fanatischen Tempel noch eine überziehen. Wir können die Erfahrung gebrauchen. Wir brauchen noch einiges an Leveln und Lernpunkten. Da ist noch ein Tempelwächter. Da ist der Templer. Uiis. Halt, das war falsch. Ich habe jetzt mein Feuerball rausgezogen. Ich wollte natürlich die Axt nehmen. Autsch.
Hat er jetzt eine Waffe, der andere? Der hat sich die Axt von dem Ork geholt. Oh Gott. Ich sterbe. Nein. Habt ihr es gesehen? Der hat mich mit dem Hammer erstochen. Die Sau. Scheiße. Da hätte ich schneller reagieren müssen. Na gut, ist nicht so wild. 1650, 52, das hier ist der aktuelle, ne? Ja, gut, also das kann schon mal passieren, dass wir jetzt hier ein bisschen sterben. Ich werde jetzt auf jeden Fall meinen Feuerball mal benutzen. Erstmal den Tempelwächter wegballern. Ja, ihr seht schon, das ist nicht ganz easy. Verbrenne! Verbrenne! Jawohl. So, jetzt nehmen wir den Feuerball gleich wieder raus. Jetzt müsste nämlich der Templer hier ankommen. Fanatischer Templer. Feuerball! Bam! So, und die Axt raus. Und zack! Ist er tot? Ja, der ist tot. Den hat's zerlegt. Der konnte noch nicht mal seine Waffe ziehen. Der Loser! So, Krusch Karok nehmen wir auch mit. Und jetzt gibt es hier noch einen weiteren Templer und mehrere Tempel. Kann man stehen? Sind das jetzt eigentlich Untote? Nee. Schade, ich hätte ja gerne so ein bisschen mit meinem anderen Zauberblatt gemacht. Ich brauche unbedingt noch mehr Mana. Das ist so cool mit dem Zauber. Es macht deutlich mehr Spaß, als hier mit der Axt drin zu schwappen. Oh, der ist tot, okay. Achso, ich müsste die Axt wieder auswählen, ne? Ich Depp, habe ich mir doch vergessen. Na gut, dann machen wir das mal fix. Denn die ist ja um einiges stärker. Ja, es sind 10, 11 Stärke, also Damage-Punkte mehr, Schadenspunkte mehr. Was soll's, alles halb so wild. So, da drüben ist noch ein Templer, oder? Ach nee, ein Tempelwächter, okay. Da auch. Irgendwo müssen ja noch mehr Templer sein. Ich muss ein bisschen aufpassen. Bam! Bam! Hey, verbrenne! Ja, jetzt. Das wirkt manchmal ein bisschen sehr langsam, das Feuer. Das ist ein bisschen schade. Aber das macht nichts. Alles halb so wild. Wir sind ja voll im Spiel drin. Alles gut, alles gut. So, Mondschatten zieht noch genug Energie hoch. Dann können wir das auch mal benutzen, ne? Ist ein kleines bisschen langsamer als die Tränke, aber was soll's. So geht's ja auch. Der ist die allerdings schneller. Der nimmt die schneller zu sich als die Tränke, oder? Irre ich mich? Flammendorn. Ach komm, scheiß drauf. Rein damit. Man muss auch mal ein bisschen was essen. Ich kann mich nicht den ganzen Tag nur von Heiltränken ernähren. Da wird doch der Magen nicht satt. Der Held wird davon nicht satt. Ach, ihr wisst, was ich meine. So, rein damit. Zack. Und... ja, und noch ein Mana-Trank oder zwei oder drei, je nachdem, zwei reichen. Und fluppidi-flupp. Okay, gut, das sieht erstmal ganz ordentlich aus. Jetzt müssen wir mal schauen, hier müsste ja noch irgendwo so ein Templer sein, der mich gerade eben gekillt hat. Templer? Was ist denn das hier? Ein Krug. Ach verdammt, da kam der Templer. Ich hab den nicht gesehen. Das ist jetzt, wird's unangenehm. Jetzt könnte es unangenehm werden. Axt raus, aber... okay, der eine ist zumindest tot. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, das ist sonst zu knapp hier. Das ist eigentlich schon zu knapp. Schön verteidigen. Okay, Nummer 1. Nicht mal Erfahrung, ach doch jetzt, okay. Komm her, Orki-Line. Aber... okay, ich dachte schon, das wird gar nicht so schwer sein jetzt, oder? So, dann nehmen wir mal unsere wunderbare Armbrust raus, denn der fanatische Templer lebt noch. Ja, die fanatischen Templer, die sind noch stärker als die normalen Templer. Das ist nochmal ein ganz guter Unterschied da. Also die hauen schon richtig, richtig rein. So, okay. Das wird dir noch sehr leid tun. Wirklich? Heb deine Waffe auf und dann... friss das, Junge! Hey! Über die Erfahrung. Ist er jetzt tot? Ich hoffe doch, oder? Hä? Da lebt er noch. Wie geht das? Wieso stirbt denn der nicht von meiner Armbrust? Hacker? Hast du irgendeinen Hack drin, kleiner Templer, du? Das kann aber nicht sein, so war es so. Der müsste eigentlich sterben. Der hätte schon mal Erfahrung bekommen. Naja, was soll's. Dann sind die 500 Erfahrungen halt nicht nochmal extra gekommen. Huch. Das hat irgendwie hier gerade ein bisschen gehangen. Macht aber nichts. Nichts aufgehangen oder so. Alles prima. So, Seraphis ist eigentlich schon fast ein bisschen zu schwach, um das hier noch hier zu essen. Das Brot nehme ich nicht mehr. Aber die Heilpflanzen, die Heilkräuter hier, die bringen noch was. Die bringen noch was. So, okay. Also, wie gesagt, weiter geht's. Wir müssen uns hier ein bisschen umschauen. Wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, denn hier gibt's durchaus mehrere Gegner, die uns hier so ein bisschen das Leben zur Hölle machen können. Ich gehe jetzt mal kurz auf die andere Seite hier. Ich mache auch nochmal Licht an, denn da ist es ein kleines bisschen finster. Man sieht es nur so ganz schlecht, aber da ist eine Truhe. Und ich weiß, was in der Truhe drin ist, nämlich ein Trank. Ein permanenter Trank. Ich sage euch noch nicht, was es ist. Ihr werdet es gleich sehen. Oh yeah. Ihr werdet es gleich sehen. Was haben wir hier? Ein Ring der Unbesiegbarkeit. Das ist auch nicht schlecht.
So, die können wir auch mitnehmen. Ein Stärketrank war es nämlich. Ganz genau, ein Stärketrank. Macht nicht sehr viel, aber nehmen wir mit, nehmen wir mit. Und ein Ring der Unbesiegbarkeit. Vielleicht nehme ich den wieder anstelle von dem Ring der Erleuchtung, weil der Schutz ist schon gut, ne? Bringt schon mehr. Also gehen wir da lieber auf Nummer sicher und nutzen das so. Den Stärketrank trinken wir auch. Nochmal 3 Stärke obendrauf. Sind wir bei 87. Da kann ich dann auch bald wieder auf das Amulett verzichten. Und ja, also hier geht's schon mal zum nächsten. Oh, hier ist eine Möglichkeit, zum nächsten Punkt zu kommen, wo wir hin müssen. War ja gerade ein Templer? Was macht denn der da? Versucht er zu klettern? Ich helfe dir mal da raus, oder, Kumpel? So. So, Axt raus. Und dann werden wir den mal schön die Axt ins Rückenmark rammen. Oh, der kommt gar nicht mehr. Kommt gar nicht mehr dazu. Na gut. So, noch ein fanatischer Templer, den wir erledigt haben. Sehr, sehr schön. Sehr schön, wirklich. Toll. Okay. So, da geht's lang. Aber hier muss man ein bisschen aufpassen, glaube ich. Ja. Genau deswegen. Da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein. Und was gibt's hier drüben noch? Also es gibt jetzt hier 2, 3 Wege, wie es aussieht. Aber ich kann euch mal so viel sagen. Die führen nicht alle. Übrigens gibt's 5 Schamanen, nicht 4. Ne? Ich habe letztens gesagt, wir haben fast alle. Okay. Ich speichere hier nochmal. Ich werde den mal kurz einen Feuerball um die Ohren schießen. Den beiden, am besten dem Templer. Er ist nämlich der stärkere Gegner. Deutlich stärker, wohlgemerkt. Und den auch nochmal. So. Da müsste es den Templer auch nochmal mitgetroffen haben. Sehr schön. Und beide tot. Wunderbar. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ach, toll. Das war toll. So, sehr gut. So, und hier unten geht es auch weiter. Und da oben geht es weiter. Ich habe mich aber jetzt soweit erstmal orientiert. Das wollte ich. Ich muss nur kurz nachschauen, was wo ist. Hier gehen wir erst später lang, denn das ist der letzte Weg, der richtige Weg. Ich schau mal, ob ich jetzt hier an dieser Spitzfalle vorbeikomme. Ich dachte, es gibt eine Möglichkeit. Wir schauen mal. Ich speichere auf jeden Fall ab. Spring! 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 Ja, die tötet mich nämlich nicht. Genau. So, dann ist hier der nächste große Raum. Wieder mal ein sehr großer Raum. Und man hätte jetzt im Prinzip auch von einer anderen Stelle hierher kommen können. Nämlich von da. Ich zeige... Ach, wisst ihr was? Ich zeige es euch mal. Merkt euch mal die Stelle hier. Da drüben ist so ein kleiner Steinbogen, wo man irgendwie drankommt. Ich gehe jetzt mal von der anderen Seite daran. Ich glaube, die Stacheln hier, die töten mich so oder so nicht. Aber die ziehen mir jetzt mal ein bisschen was ab, aber die töten mich nicht. Keine Ahnung warum. Normalerweise müssten die vermutlich tödlich sein. Dann würde man sagen, ja, dann geh doch einfach den anderen Weg, denn der ist safe. Und zwar der hier. Autsch. Ach, war nichts weiter. Nichts weiter an Schaden. So, was ist hier? Hier ist noch ein Gang. Habe ich den tatsächlich vergessen? Nee, ich glaube, den wollte ich gehen. Also tatsächlich ist jetzt hier die andere Seite. Da würde man rauskommen, aber ich glaube, das war knapp. Man bleibt gerne mal an den Kanten ein bisschen hängen, an diesen merkwürdigen Kanten hier. Und da würde ich rauskommen, genau. Das ist tatsächlich sogar ein richtiger Weg. Ich schaue mir mal ganz kurz hier unten noch diese kleine Abzweigung an. Sorry für den Grafikbug hier, den sehe ich auch, den seht nicht nur ihr. Da kann ich nichts dran ändern. Das gehört zum Spiel dazu. So, wo geht's denn hier unten hin? Bin ich gerade echt nicht sicher, wo ich hier rauskomme. Aber ich schaue mir es mal an. Es sind wieder 2 Gänge. Wisst ihr, dass ich mich gar nicht mehr an die Gänge erinnern kann hier, an die beiden? Das ist ein bisschen komisch. Oho, was haben wir denn hier? Ein Tagebuch. Da werden wir gleich mal reinschauen. Und eine Truhe ist ja auch noch. Von wo kann man da ran? Von der Seite? Ja. Was Schönes drin? Erz, oh, okay. 500 Erz fast. Ein Heilungszauber. Amulett der Erläuterung, naja. Ein paar Bolzen, ein paar Fackeln. Nichts von Bedeutung. Nichts von Bedeutung für uns. Tja, 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 tja. Okay, also hier ist ein Tagebuch. Da schauen wir jetzt mal kurz rein. Das lese ich euch mal eben vor. Tagebuch. Ein altes, zerschlichenes Buch. Es fehlen Seiten. 23. Tag. Ich habe das Zeitgefühl verloren. Ich schätze, es ist 23 Tage her, seit uns die Orks gefangen genommen und zur Arbeit gezwungen haben. Die Arbeit ist hart und die Bastarde haben keine Gnade. Wer schwach ist, ist tot. Ich will hier abbauen, egal wie. 28. Tag. Wir mussten die Stollen noch weiter in den Berg hineintreiben. Der vordere Bereich ist schon gigantisch, wenn ich nur wüsste, für was wir das hier tun müssen. 67. Tag. Ich habe erzählt bekommen, dass diese Priester der Orks keine Herzen mehr hätten. Aber wie können sie leben? Außerdem habe ich das Schwert gesehen, vor dem sich die Priester so fürchten. Hätte ich es nur, ich würde es ihnen in ihre Körper jagen.
78. Tag. Das Schwert liegt in einem Raum im vorderen Bereich des Tempels, wird aber von einem Priester bewacht. Ich werde flüchten. Mein Tagebuch lasse ich hier liegen. Vielleicht hilft es irgendjemandem mal. Okay, das ist quasi so ein kleiner Hinweis, wo wir das Schwert finden. Ein Schwert, was die Priester fürchten. Das ist ein Hinweis darauf, wie man hier später weiterkommt, denn man kommt dann an eine Stelle später, wo ein Priester einfach nicht zu besiegen ist. Das kann ich schon mal spoilern so ein bisschen. Was war denn das? Woran bin ich denn da jetzt gestorben? Kann mir das einer erklären? Naja. Das ist Gothic. Super. Letzte Speicherung war... das hier. Ja, okay. Gut, ich bin jetzt nochmal ein Stück zurück, wieder ein Stück weniger weit, als ich gerade eben war. Ist aber nicht so schlimm, wir holen uns fix das Tagebuch nochmal und die Sachen aus der Truhe. Sorry, keine Ahnung, warum ich da jetzt gestorben bin. Ich bin nicht irgendwie weit gesprungen, überhaupt nicht. Keine Ahnung, was das sollte, aber... er ist wohl irgendwie... verbuggt gesprungen und dann durch den Sturzschaden gestorben. Allerdings hatte ich auch Feuerschaden dran plötzlich. Also diesen Magie-Feuerschaden. Weiß nicht, wo der herkam. Keine Ahnung. Na gut, wir nehmen es nur wieder mit. Wie gesagt, ist alles halb so wild. Wir wollen uns jetzt hier nicht aufregen über solche Lappalien. Das ist überhaupt nicht der Rede wert. So, rein damit. Muss mein Telefon hier weglegen. Das liegt ein bisschen im Weg. So, schon besser. Schön. Ich sehe gerade, wir sind eigentlich mit der Zeit ganz gut drüber, ne? Ich werde es mal einen Cut machen und dann geht es dann gleich weiter in der nächsten Folge. Schaut euch auf der Endcard um. Bis dahin. Ciao. Das war's für heute wieder mit Gothic. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr euch gerne ein wenig auf der Endcard umschauen. Ich habe euch hier ein paar Videos verlinkt und hier habt ihr auch die Möglichkeit, meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst und immer auf dem Laufenden seid. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.